Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Barrierefreiheit, ich freue mich, im Rahmen der UN-Dekade Biologische Vielfalt das Projekt Natur ohne Barrieren des Global Nature Fund auszeichnen zu dürfen. Die Bekanntgabe dieser Auszeichnung war ursprünglich vorgesehen anlässlich des Tages des barrierefreien Tourismus auf der diesjährigen internationalen Tourismusbörse in Berlin. Da jedoch die ITB, wie auch alle weiteren Konferenzen in den darauffolgenden Monaten aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste, werden die Bekanntgabe dieser Auszeichnung einschließlich meiner Laudatio nunmehr nur im Internet veröffentlicht. Diese Auszeichnung wird vorbildlichen Projekten verliehen, die mit ihren Aktivitäten auf die Chancen aufmerksam machen, die die Natur mit ihrer biologischen Vielfalt für den sozialen Zusammenhalt bietet und konkrete Maßnahmen aufzeigen. Neben der offiziellen Urkunde und einem Auszeichnungsschild erhält der Global Nature Fund den sogenannten Vielfaltbaum, der symbolisch für die Vielfalt der Natur steht. Das Projekt Natur ohne Barrieren ist ein offizielles Projekt im Rahmen des Sonderwettbewerbs Soziale Natur, Natur für alle, der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Es wird durch das Programm Erasmus Plus der Europäischen Union gefördert. Seine wichtigsten Ziele bestehen darin, die europäischen Erfahrungen zum Thema barrierefreies Naturerleben zusammenzutragen, die vorhandenen Programme und Kriterien zu analysieren und eine praxisnahe Umsetzungshilfe für Akteure der Naturpädagogik zu erarbeiten. Das Projekt soll helfen, Möglichkeiten für mehr Barrierefreiheit und Inklusion in Naturerlebnisangeboten aufzuzeigen. Zudem will es Antwort auf die Frage geben, wie die Informationen zu Naturschutz und Biodiversität die verschiedenen Zielgruppen am besten erreichen. Die im Programm erstellten Leitlinien geben Ideen und unterstützen bei der Gestaltung und Anpassung von Naturführungen an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen. Sie helfen auch bei der Gestaltung von Lehrpfaden und der Aufbereitung von Materialien für eine barrierefreie und selbstständige Nutzung. Methodische Beispiele liefern Anregungen für die Arbeit mit vier Zielgruppen: Menschen mit Einschränkungen ihrer physischen Mobilität, Einschränkungen des Hörens, des Sehens und der kognitiven Wahrnehmung. Ein besonders wichtiger Punkt im Projekt ist der Abbau von Kommunikationsbarrieren. Fünf Partnerorganisationen in vier Ländern der Europäischen Union arbeiten zusammen für mehr Barrierefreiheit im Naturerleben. In Deutschland, neben dem Global Nature Fund als Koordinator, der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, der Umweltdachverband in Österreich, die polnische Naturschutzorganisation Stowarzyszynie Ekologiczne und die Lake Balaton Development Coordination Agency vom Balatonsee in Ungarn. Gemeinsam wollen sie zeigen, dass man schon mit einfachen Mitteln viel bewegen kann. Mit diesem vorbildlichen Projekt wird ein deutliches Zeichen gesetzt
für das Engagement an der Schnittstelle von Natur und sozialen Fragen. Die Projektaktivitäten haben die UN-Dekade-Fachjury überzeugt. Die Ergebnisse werden sicherlich sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern für mehr Bewusstsein für das Thema Barrierefreiheit im Naturerleben sorgen. Ich gratuliere dem Global Nature Fund und seinen Projektpartnern auch im Namen der Deutschen Bundesfachstelle für Barrierefreiheit und des European Network on Accessible Tourism zu dieser Auszeichnung und wünsche viel Kraft, Ausdauer und gutes Gelingen bei der Umsetzung dieser wichtigen Themen auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit im Bereich Natur und Biodiversität.